nichts mehr essen. Weil sonst. Was? Weil es arschschwer ist. Professionell mit einem Bumstick. Oh Mann, ey, das geht jetzt an. Tja, dann wollen wir es mal alles selbst machen. Hey Leute, wie sieht's aus? Wir haben gedacht, wir machen mal ein kleines Video, ein kleines Behind the Scenes. Wie sieht das eigentlich so aus, wenn wir einen Livestream spielen? Was passiert vorher? Was passiert dabei? Wie bereiten wir uns vor? Was kommt danach? Und in diesem Augenblick habe ich noch überhaupt keine Ahnung, ob wir dieses Video überhaupt veröffentlichen. Ich fange einfach mal an und mal schauen, was dabei herumkommt. Im Augenblick bin ich noch zu Hause und beseite meine Gitarre neu. Daher wir ja im Moment ziemlich wenig spielen, aufgrund der Situation, vergesse ich das hin und wieder. Und gleich fahre ich noch zu Timo. Wir packen ein bisschen Zeug zusammen und bringen das schon zur Location. Das geht natürlich an für sich nicht immer, aber daher wir in unserer Homehood Unna spielen, in der Lindenbrauerei, geht das. Da haben wir morgen weniger Stress und machen das gleich schon richtig easy. So, fertig, wieder voll beseitet. Ich musste diesmal andere Saiten nehmen, weil meine ausverkauft sind. Jetzt muss ich von diesem, ja, habe ich eine andere Ausführung genommen. Ich spiele immer 11 auf 49, aber eigentlich OptiWeb. Mal sehen, wie die sind. Ich sollte auf jeden Fall noch stimmen. Genau, und habe euch jetzt mal auf jeden Fall erspart, hier das vielleicht erwartete Zeitraffer-Video reinzusetzen, wie ich meine Saiten aufziehe. Solltet euch das interessieren, dann mache ich natürlich noch mal ein Video fertig, wie ich meine Saiten aufziehe. Oder, ja, falls euch mal interessiert, was ich hier eigentlich für eine Gitarre spiele, was für Tonabnehmer, was für Amps. Nein, ich habe eigentlich nur einen Amp. Amps habe ich nicht. Und was meine Zweitgitarre ist, dann sagt uns auf jeden Fall mal Bescheid. Dann machen wir auch mal so ein Video. Oder von Philipp und Timo, was die so für Zeug spielen, wie Timo seine Fälle aufzieht. Keine Ahnung, worauf ihr Bock habt, haut es einfach mal so in die Kommentare oder sowas. Timo, komm mal ran hier. Komm mal ran hier. Ich hab's noch nicht verraten. Und ich hab es euch beiden noch nicht gesagt, aber wir steigen jetzt ins Vloggeschäft ein. Ja, das wird jetzt unser erster waschechter Vlog. Der erste Vlog? Ja, nice. Genau. Und wir sind jetzt hier in unserem Proberaum und räumen das ganze Zeug zusammen und bringen das gleich schon mal hoch zur Location. Ich habe schon vorhin gesagt, das ist eigentlich nicht üblich, weil wenn wir weiter weg spielen, können wir natürlich nicht am Tag vorher schon einmal hin. Aber hier geht das. Hier sind wir ja quasi im Wohnzimmer. Hier sind wir quasi im Wohnzimmer. In unserer Homehood. Timo, sag mal, wie nennen wir das eigentlich hier immer? Das ist das Arschloch. Wieso ist das Arschloch? Weil es arschschwer ist. Und das trägst du jetzt alleine, oder? Das schulter ich mir eben, genau. Ja, zeig mal. Ja, warte. Das eben zumachen? Nein, das kannst du auch offen tragen. Ach so, das sind das übrigens nicht mal. Einfach mal eben auf die Schulter. Ja. So treiben wir es dann allein. Das hier sind übrigens nicht meine Gitarren. Das wäre schön, sind es aber nicht.
Ah, ich wollte gerade schon. Ich wollte schon. Zack, hier sind wir. Hier spielen wir. Morgen. Jetzt noch nicht. Erst morgen. Man sieht, man kann überhaupt nichts sehen. Tja, dann seht ihr das morgen. Gleich. In diesem Video gleich. Ja. Jetzt habe ich die Sticktasche wieder mitgenommen. Das war auch nicht so gut. So. Timo ist immer noch nicht weiter. Guten Morgen. Heute ist der Tag des Auftritts und ja, noch sind es ein paar Stunden hin, bis wir dahin fahren können. Und deswegen jetzt noch ein bisschen studiert. Die anderen beiden müssen auch noch so Krams machen, arbeiten, studieren, was auch immer. Und wenn ich packe, melde ich mich und dann sehen wir uns später für euch hier im Video, wahrscheinlich in den nächsten paar Sekunden. So, ich bin fertig. Hören das nice Mixtape von NF rein, gerade, wirklich sehr geil. Und packe jetzt so ein bisschen meine Sachen, mach mich fertig, mach mich fresh, such mir das passende Hemd aus. Da habt ihr bei Instagram abgestimmt und ich habe noch gar nicht nachgeguckt, welches Hemd ich überhaupt anziehen muss. Hoffentlich ist das gebügelt. Dann räume ich meine Sachen zusammen. Einiges haben wir ja schon weggepackt, zur Lindenbrauerei gebracht. Und dann sehen wir uns nachher in der Linde. Der Obacht ist wichtig. Ich habe nämlich beim Video davor habe ich einen Schnipper rausgemacht. Aha. Und dann beam ich mich jetzt hier hin, neben dich. Ah, okay. Ja, hey. Richtig tricky. Wir sind mitten im Soundcheck. Timo war so fleißig, der hat einfach schon angefangen. Bin schon durch, bevor wir jetzt da sind. Nachziehen. Er ist schon durch. Philipp ist noch nicht da. Philipp, da muss er jetzt durch. Woher kommst du? Aus Düsseldorf. Und wie viel bist du zu spät gekommen? Stunde 15 Minuten. Ach, das geht ja. Das ist ja noch okay. Leon, was machst du da? Das war falsch. Dankeschön. Jetzt haben wir, das ist wahrscheinlich die einzige Sequenz, die wir heute haben, wo wir zu dritt drauf sind. Das sehe ich jetzt schon kommen, ja, weil wir es uns eh nicht geschissen kriegen. Wir haben gerade den Soundcheck fertig gemacht, haben ein paar Songs gespielt, einfach mal für uns angetestet, für unseren Sound auf dem Ohr und für den Tonmann, für Yoshi. Und jetzt gleich müssen wir nochmal drauf, spielen nochmal ein paar Songs
für Kamerateam und fürs Licht. Das muss aber alles schön aussehen, damit wir von unseren 33 Schokoladenseiten auch alle erwischt werden. Und dann schauen wir mal. Danach gibt es noch ein bisschen lecker Essen. Pizza! Alles klar. Und wir sind jetzt kurz davor, auf die Bühne zu gehen. Ich kann vorm Auftritt nichts mehr essen, weil sonst passiert halt genau das. Genau das passiert sonst den ganzen Auftritt, das geht nicht. Die beiden gönnen sich hier noch eine Runde Pizza. Machen, weil sonst am nächsten Tag alles wehtut. Alles. Wirklich alles. I wonder what would happen if I throw this at you. Why not? I think. Das war unser Livestream. Wir sind durch für heute. Wir düsen jetzt gleich nach Hause. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Haut was Nettes in die Kommentare. Und wir würden das gerne noch ein bisschen weiterführen. Mal schauen, wo das so hingeht mit dieser Vloggerei. Und deswegen schreibt mal in die Kommentare, was interessiert euch so, interessiert euch ein bisschen Equipment-Zeug, interessiert euch, wie so eine Probe abläuft oder ja, so ein Tour-Vlog ist im Moment schwierig, weil wir sind nicht so viel unterwegs, ne? Ist klar. Auf jeden Fall bis dahin. Tschüss. Hallo. Leute, kann man das sehen? Timo, gestern 12 Grad oder so, ne? Ja. Sonne, warm vor allen Dingen, auch heute Morgen schon. Und jetzt, ich weiß nicht, ob man sieht hier, aber es hagelt, es schneit und es regnet gleichzeitig. April, April. Alter Lachs. So. Ah ne, ich drehe die mal so rum. Eigentlich haben wir uns ja gestern schon verabschiedet, aber heute sind wir noch hier, um ein bisschen abzubauen. Der Nacken tut übrigens erwartungsgemäß richtig weh. das ganze Dehnen hat einfach nicht geholfen. Es tut scheißen weh. Naja, dann müssen wir durch. Wir bauen jetzt hier zu Ende ab und wir sehen uns.